Die Rallye-Pfoten waren nach einer langen Winterpause endlich wieder unterwegs. Wir sind am 19.03. in unsere Saison 2022 gestartet. Dafür sind wir nach Mahl-Sickingmühle gefahren. Dem Turnier ging schon ein ziemliches Drama voraus. 2 Wochen vorher hat sich Lilly einen Magen-Darm-Infekt zugezogen und am Freitag direkt vor dem Turnier hat sich Lilly dann auch noch den Rücken beim Spielen verrenkt. Sie lief nicht lahm, aber ich habe sofort gemerkt, dass sie nicht rund lief. Sie lief sehr verhalten, trat hinten deutlich kürzer und schwang im Rücken nicht mehr richtig durch. Also habe ich spontan unsere Hundephysiotherapeutin kontaktiert. Leider hatte sie Freitag spontan keine Zeit mehr. Aber ich konnte ihr ein paar Videos von Lillys Gangbild schicken und habe dann per Telefon ein paar Massagetipps bekommen. Lilly hatte dann Freitagabend also noch eine ordentliche Massagesitzung bei Frauchen und Samstag ging es ihr dann deutlich besser und sie war wieder super gut drauf. So konnte ich guten Gewissens losfahren. Angekommen durfte Dara in einer großen Seniorenklasse in die Saison starten. Es war extrem windig und Dara war super aufgeregt und abgelenkt. Ich habe aber alles gegeben, um ihre Aufmerksamkeit zu behalten und ihr die Signale so deutlich wie möglich gegeben. Aber seht einfach mal selbst. Für diesen tollen Lauf bekamen wir 100 Punkte. Einfach grandios. Mit der zweitschnellsten Zeit waren wir dann auf dem zweiten Platz platziert. Am späten Nachmittag durfte dann auch Lilly loslegen. Ich habe schon in der Vorbereitung gemerkt, dass Lilly richtig gut drauf ist und hochmotiviert. Und genau diese Stimmung haben wir dann auch in den Parcours mitgenommen.
Auch Lilly bekam volle 100 Punkte. Und mit der schnellsten Zeit landet mein Turbo-Baby auf dem ersten Platz. Einfach unfassbar toll. Das erste Turnier nach der Winterpause und unter neuer Prüfungsordnung. Beide Hunde erlaufen volle 100 Punkte und den ersten und zweiten Platz. Ein unfassbar toller Saisonstart. Mal sehen, was die Saison jetzt noch so für uns bereithält. Die Rallye-Pfoten wünschen euch einen richtig schönen Frühlingsanfang und wir sehen uns nach der nächsten Prüfung.